Hallo, ich bin Andreas. Schön, dass du da bist beim ersten Skype-Video, weil ich mit einem neuen Computer aufnehme, weil mit alten Computern war es bisher nicht möglich, aber dazu später mehr. Ich begrüße erstmal alle zusammen, die ihr da seid und auch mein Co-Moderator und Sonja Klappert, den ihr auch schon kennt, der eine oder andere von den gemeinen Skype-Talk-Videos und von Let's Plays auch. Und ja, wie ich zusammen so gewesen bisher. Ja, dann sage ich auch erstmal, seid alle gegrüßt, seid herzlich willkommen wieder bei einer Skype-Aufnahme. Heute mal nicht von mir, ja, sondern von meinem Co-Kommentator Andreas, ja, der heute sein erstes Skype-Video macht, der endlich mal eins machen kann und will natürlich damit auch euch animieren, bei ihm mal öfters reinzuschauen. Wie gesagt, gebt ihm auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniert ihn, abonniert mich. Ja, und mal gespannt, was der Andreas noch so für Fragen hat. Ja, wie gesagt, neuen PC haben wir jetzt noch beide bekommen. Also ich hab meinen alten PC, wie gesagt, habe ich jetzt eben erzählt. Ich habe einen Mini-PC gehabt. Den habe ich halt ein Jahr gehabt und der hatte mir Bluescreen angezeigt, als ich Skype auch noch machen wollte. Und ja, das war nervig. Ist ja abgestürzt und jetzt habe ich einen neuen PC, ist mit Quad-Core-Prozessor drin und 8 GB RAM und also läuft auf jeden Fall. Damit laufen auf jeden Fall Skype-Aufnahmen auch und ich habe auch schon Let's Plays gedreht und alle Videos und die Videobearbeitung geht auch am besten. Ich werde jetzt ein Beispiel nennen. Wenn ich zum Beispiel jetzt 2 Videos gehabt habe, das war nämlich so, die haben zusammen 10 Minuten gedauert und die Bearbeitung hat mit dem alten PC 2 Stunden gedauert und mit dem neuen PC dauert sowas. Ja, ist so gewesen, gerade eine halbe Stunde. Also kann man sehen, wie Leistungssteigerung ist. Und wie ist es bei dir, Jörg, mit der Videobearbeitung? Ja, also wie gesagt, bei mir läuft hier alles immer easy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche im Höchstfall eine halbe Stunde, um ein Video zu bearbeiten. Ja, weil ich noch viele Sachen mache, die nebenbei laufen. Ja, und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Es könnte natürlich schneller sein, ist klar, aber ich bin froh, dass meine Leistung bisher und alle die, meine Abonnentis, wie ich euch ja nenne, meine 42 Abonnentis, seid hier mit gegrüßt. Ja, ich bin ja immer stolz auf euch und ich sehe ja, es hat sich ja bewährt. Ja. Ja, ich grüße meine 8, nee, Quatsch, meine 10, 11, nee, 11 sind mittlerweile geworden, ja, 11. Und ja, bisher mit meinen 9 Videos ist Daumen hoch. Ja, gut, meine Let's Play-Videos sind natürlich ein bisschen einfacher gewesen, weil ich natürlich da nicht Erfahrung hatte, aber mit dem neuen Programm, was mir jetzt Jörg empfohlen hat, jetzt auch wieder besser klappen. Und ich werde natürlich nicht nur Just Cause 2 machen, sondern auch andere Programme, weil ich habe nicht mal Beschwerden bekommen. Von irgendeiner Stelle, dass ich doch bitte schon keine Ballerspiele spielen soll. Aber ist ja kein Ballerspiel, Just Cause. Just Cause 2 ist ein Open-World-Spiel, da kann man rumfahren und so und ist eigentlich nicht so ein Geballer-Gedöns, sondern ist halt auch Ja, ein. die Frage, die uns natürlich jetzt brennend interessiert, ist natürlich, Andreas, war das jetzt nur von Zuschauern, die sich da beschwert haben, oder war es jetzt, ich sag mal, von einer offiziellen Komödiensache? Nein, nein, also das war eine Beschwerde aus dem Bogensportverein, hat sich eine, also die ich kenne, hat sich beschwert und dann auch eine aus Schwaben, eine Frau, hat sich auch, die ich auch persönlich kenne, hat sich auch beschwert, so, hat so mehr oder weniger so gesagt, ja, so Ballerspiele willst du jetzt machen, habe ich dann hab zurückgeschrieben, nee, ist ja nur Testaufnahme gewesen, mehr oder weniger und ich will ja nicht so Ballerspiele spielen, sondern ich spiele auch andere Spiele, Simulationen und sowas, und aber lasst euch überraschen und auf dem Kanal wird auf jeden Fall mehr los sein als in den letzten 2 Jahren oder ein Jahr. Sogar existiert der Kanal ja schon. Und ja. Also muss man das jetzt so sagen, es wird positiv weiterlaufen. Ja, auf jeden Und Fall. ich wollte damit sagen, dass dieses Video nicht auf Tanzfitness.net Nee. stattfinden wird, sondern auf Andreas Krämer. Ja, Ja, genau. das ist sein Kanal. Also da, wie gesagt, da müsst ihr dann schauen. Ja, Genau. und wenn ihr mehr wissen wollt, ich sag mal so, dann werden in Zukunft noch mehr kommen. Es werden wieder welche bei mir kommen, welche wieder beim Andreas. Ja, überhaupt kein Problem. Ja. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich dann schon mal, Ja. weil ich mir denke, so, dann ist es erstmal so der erste Mal. Da Genau. muss man nicht, da muss man nicht so lange machen. Sehe ich Deswegen auch so. verabschiede ich mich schon mal. Ich bedanke mich beim Andreas, dass ich dabei sein durfte. Mal auf der anderen Seite ist ja für mich auch immer Ja, eine genau. ganz neue Situation.
Ja, also in diesem Sinne, gebt Daumen hoch, abonniert uns und ich sag bye bye. Ja, tschüss Jörg und ich freue mich auf nächstes Mal und ja, was mir auf jeden Fall, was mir jetzt noch kommt, ist auf jeden Fall, ich werde einen Sendeplan erstellen. Das werde ich auch in der Beschreibung von YouTube-Kanal reinschreiben, weil ich möchte auch eigentlich eine rote Linie drin haben, nicht mal so cool wurde. Und ja, falls euch wieder gefallen hat, Daumen hoch, falls nicht, Daumen runter. Und falls ihr Feedback machen möchtet, dann bitte einen Kommentar unten drunter und bitte auch sachlich und nicht persönlich werden oder so, weil dann antworte ich auch direkt. Und ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und tschüss, Leute.